Heute bei Hour of Power. Arlene Pelicane spürte deutlich, wie Gott sie hielt und durchtrug, als sie im zweiten Drittel ihrer Schwangerschaft schwere Komplikationen hatte. Meine Dusche war immer der Ort, wohin ich zum Weinen ging. Ich ging in die Dusche und sagte, Herr, du weißt, was mit diesem Baby geschehen soll. Bitte, Herr, zeig uns, was wir tun sollen. Gib uns Gnade, dass wir fähig sind, das durchzustehen. Hören Sie den Crystal Cathedral Chor mit einem großartigen Lied. Dann begrüßt Pastor Schuller den Redner und Pastor Bill Butterworth, der eine kraftvolle Predigt voller Hoffnung und Ermutigung für Familien hält. Gott ist der Bauherr, nicht die Menschen. Wenn nicht der Herr das Haus baut. Jemand, der meine Stimme hört, braucht heute diese Ermutigung. Denn aus welchem Grund auch immer Sie alle Verantwortung und Schuld auf sich genommen haben, dafür, dass es mit Ihrer Familie drunter und drüber geht, müssen Sie heute verstehen, dass Sie zwar Verantwortung tragen, aber letzten Endes ist es Gott, der das Haus baut. Bleiben Sie dran für die beste Stunde im Fernsehen, die Hour of Power aus der Crystal Cathedral.